Jetzt braucht man ein bisschen Erholung im Urlaub. Da möchte man sich sehr einfach nur ein bisschen gut gehen lassen, tun und lassen, was man will und vor allen Dingen richtig schön die Sonne auf die Plauze scheinen lassen. Das hatten sich auch die Jungs von Tokyo Hotel gedacht. Doch dann mussten sie ziemlich schnell feststellen, dass es selbst auf den Malediven immer ein paar Touris gibt, die einfach nicht die Finger vom Auslöser lassen können. Tja, und dann war es das auch mit der Urlaubsidylle, ne? Doch damit noch nicht genug. Der Urlaubstrip wurde auch noch zu einer echten Kriminalgeschichte. Endlich Urlaub. Nach einem turbulent, stressigen Jahr lassen die Jungs von Tokyo Hotel auf den Malediven die Seele baumeln. Sänger Bill relaxt am Strand. Ohne seine tolle und mit Sonnenbrille ist er kaum zu erkennen. Diese privaten Schnappschüsse hat Robert gemacht. Der Belgier verbrachte mit seiner Frau Nesche die Flitterwochen auf dem Bar-Atoll. Dort lernten die beiden die Band kennen. Ja, durch das wir immer Billard gespielt haben, abends ist dann der Gustav von der Band auch mal da zugeschaut und dann haben wir gesagt, willst du nicht mal mitspielen? Dann hat er dann sehr oft mit meinem Mann gespielt, Billard. Und so sind wir eigentlich uns näher gekommen mit, auch dass die anderen dabei kamen, mit ja unterhalten. Robert macht im Urlaub viele Fotos, unter anderem auch von seinen neuen prominenten Urlaubsbekanntschaften, nicht ohne Konsequenzen. Auf einmal kam da ein Mann auf mich zu, das war dann anscheinend war das jemand, der zu den Band gehörte. Und der hat so ganz unfreundlich zu uns gesagt, es werden keine Fotos von den Jungs gemacht und weiter nichts. Und ich war echt ein bisschen erstaunt, was passiert. Und dann hat Nesche noch gesagt, ja, was soll das sein? Und wir nehmen Fotos von was und wem wir so wollen. Und da war eigentlich die Geschichte damit getan. Am nächsten Tag machen die beiden einen Ausflug. Bei ihrer Rückkehr ins Hotel erleben sie eine böse Überraschung. Die Fotos sind nicht mehr auf dem Laptop. Alles war gelöscht und dann dachte ich, okay, vielleicht ein Papierkorb da noch. Aber sogar die war ganz leer gemacht, obwohl ich sicher wusste, es gab noch Bilder oder was dann auch, oder im Papierkorb auch. Und ja, das musste dann klar sein, dass jemand das gemacht hat, während wir nicht da waren. Wieder zu Hause können Nesche und Robert aufatmen. Ein Experte stellt die Urlaubsfotos wieder her. Und die landen prompt in der Zeitung. Die Jungs haben ja nichts in dem Sinn Schlimmes gemacht, außer Rauchen und ein bisschen Alkohol. Okay, das kennen sie ja wohl alle. Das haben wir ja wohl öfter, also jetzt, wie ich das gesehen habe, hört man das ja öfters. Aber was da jetzt daran so geheimnisvoll war, na, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Was auch immer sich wirklich auf den Malediven abgespielt hat, den Fans von Tokyo Hotel kann es egal sein. Dank der Urlaubsschnappschüsse können sie ihren Liebling Bill endlich mal ohne Make-up und Tolle bewundern.